Wo bist du? Wo bist du? Panzer? Also, ich muss hier noch bauen. Nein, nicht Nummer 2. Da bist du. Panzer, Laserpanzer. Mann, Mann, Mann. Und hier muss ich nachher auch nochmal gucken. Irgendwas läuft ja nicht ganz so gut mit den Fuel Blocks. Und wir werden angegriffen. Was? Oh, ein Kingspitter. Nur 2 Türme schießen. Wo läufst du hin? Nein! Hast keinen Schaden gemacht? Na doch. Ich brauch so ein Repair-Dingens. Bau ein Repair-Dingens. Da. Nein. Da. Repair-Dingens linke Maustaste. Genau, repariert das Zeug mal bitte. Da die kaputten Turm mit reparieren. Und die hier ein wenig aufteilen, weil da unten waren gar keine. Und könnte ich dann bitte mit meinem Panzer fahren? Dankeschön. So, Panzer. Miep. Fuelblock. Okay, Rocket da. Tank Laser Gun. Was für eine Lasermunition brauchst du denn? Normale Batterien? Passt nicht. Da, die wahrscheinlich, hm? Highly Advanced Laser Battery. Laser Battery Tank. Ein Polished Emerald. Okay, kommen wir wieder mit. So schnell geht das dann wohl doch nicht. Wir brauchen erstmal einen Polished Emerald. Die hatte ich vor kurzem hergestellt. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die alle schon verbraucht habe. Gucken wir einfach mal. Ne, ihr seid alle noch auf Topaz eingestellt. Hab ich irgendwo noch zufällig einen? Ich hoffe einfach mal das Beste. So. 92 Raw Topaz, das ist schick. Bau, 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 bau. Stahl fehlt nur. Genau, gib mir Stahl. Und komische Zahnräder und rote Chips und all sowas. Ganz viele Lasertürme. Aber kein einziger Polished Emerald. Das heißt, wir stellen die ganze Produktion gleich wieder um. Von Topaz auf Emerald, damit wir das dann testen können. Achso, und die 2 Sachen, die ich überprüfen wollte. Zum einen, die Fuel Blocks produzieren wohl nicht mehr schnell genug. Weil wir haben nur noch 2900 im System. Hat ein Kommentarschreiberling geschrieben. Und das ist vollkommen richtig. Und das waren mal wesentlich, wesentlich mehr. Da müssen wir also eventuell nachziehen. Und bei den Rotoren klappt irgendwas nicht, weil kein Ärmchen da ist. Genau. Dann wird das dahin gebracht, das wird dahin gebracht und alle arbeiten wieder. Okay, beschränkt bist du? Bist beschränkt, okay. Ja, das arbeitet auch schon mal wieder. Das war der 2. Kommentar, dass da irgendwas im Argen ist. Ich denke mal, das wird einfach ein intelligentes Ärmchen gewesen sein, das ich mal eingestellt hatte. Ja, die ist rausgerupft bei irgendeiner Aufräumaktion und kein neues hingesetzt. Das passt soweit. So, hier oben. Also wir haben keine Polished Emeralds, aber haben wir vielleicht diese anderen, die Vorstufe? Mach mal den da weg und mach mal dafür bitte Raw Emerald. 100 Stück. Crushed Emerald hätten wir schon mal. Was brauchst du? Du brauchst Raw. Du machst aus Chunks, du machst aus Crushed, ja. Die müssten wir alle jetzt umstellen. Nee, okay. Crushed aus Normal. Crushed aus Normal, Crushed aus Normal. Crushed aus Normal. Chunks aus Crushed. Chunks aus Crushed. Raw aus Chunks. Und
Polished aus Raw. Und keiner arbeitet jetzt, weil die Ärmchen alle verwirrt sind. Es klappt. Nur sind die hier nicht eingestellt. Ja, du hättest gerne Crushed Emerald. Chunks. Und die hier wollten wir von Hand einstellen. Mache ich dann auch mal. Das heißt, die werden einfach alle da eingelagert. Und arbeiten auch. Okay. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt Crushed Emeralds, die müssen da rein. Und ich habe Crushed Topaz, die müssen auch. Was war das? Nee, Chunks. Crushed kommt damit rein. Chunks waren ganz hier oben, oder? Nee, da sind Chunks. Was für ein Heckmeck. So, während der ganzen Zeit hätte ich eigentlich weiter Türme bauen können. Zack, 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 zack. Oh, das schaut gut aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, du. Du brauchst... Was? Achso, die, die jetzt zu mir geflogen werden. Ja, das ist sehr entgegenkommend. Davon brauchst du aber bestimmt wieder viel zu viele. Genau, 15 Stück brauchst du davon. Es könnte eine Weile dauern. Was können wir währenddessen machen? Wir können die Fuel Blocks beobachten. Erstmal gucken, ob hier alles beim richtigen ist mit dem Wasser. Schaut aber soweit gut aus. Die arbeiten alle durchgehend. Schweröl staut sich nicht. Leichtöl staut sich ein bisschen. Und ihr habt schon alle Speedmodule. Ja. Das heißt, wir werden jetzt die hier weiter ausbauen müssen. Weil die kommen nicht hinterher. Naja, obwohl, die sehen okay aus. Das Problem ist nur, dass die ganzen Roboter die Dinger immer von links holen. Ich sollte das also eigentlich anders machen. Ich sollte eigentlich aus denen hier lila Dinger machen. Damit sie durchgehend arbeiten. Weil sonst ist die Kiste hier irgendwann voll. Der hört auf zu arbeiten. Und die sind dabei fast leer. Also bauen wir zwei lila Kisten. So. Da hätte ich eigentlich ganz gerne eine von diesen 3x3 Kisten, die ich aber noch nicht bauen kann. Also so eine 3x3 rote Provider Chest hier, die voll ist mit Fuel Blocks. Und irgendwo nochmal so eine Kiste für Eisen und Kupfer und grüne Chips und was weiß ich. Einfach nur zum Haben. So, die da wollte ich machen. Zack, 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 so. Roboter sind jetzt noch mehr ausgeladen, weil sie durchgehend Zeug wegliefern. Wohin auch immer. Wahrscheinlich hierhin. Wie schaut es platzmäßig aus? So lala. Bau nochmal. Ne, bau einfach nur 10 voll normalen gelben. Das sollte okay sein. Inzwischen irgendwas hier unten, was reichen könnte? Nee, aber bald. Ich denke mal, ein Magazin reicht eh zum Testen, weil ich habe nicht so den Verdacht, dass es so super toll sein wird. Also wir schießen noch ein bisschen auf Mauern, gucken, wie viel Schaden wir an Mauern verursachen. Eventuell rennen wir einmal in so eine Basis rein. Aber erst, wenn ich ganz viele von den Türmen aufgestellt habe. Ich kann es ja so machen. Wir hatten ja hier irgendwo eine Basis. Oh, die ist groß. Die Basis da. Also laufe ich von hier aus dann nach Osten. Also ich fahre mit dem Panzer nach Osten in die Basis da rein. Dann wird der Panzer explodieren. Dann laufe ich schreiend aus der Basis wieder raus und laufe hier hin zu meinen Türmen. Ah, das wird auch langsam. Neben zwei Stück. Ist jetzt kein Instant-Zerstör, Piu-Piu, was auch immer. Aber es ist ein Anfang. Haben schon mal Abdeckung. Die armen Roboter. Ja. Brauch viel mehr von den Guten hier. So, gib mir bitte blaue Chips. 100 Stück jetzt immer. Oh, und Eisen.
Weg. Freiheit. Ja, nimm mal noch mal einen. Das bist du? So ein Zweier-Drill. So. Was wollte ich? Also ich wollte den Emerald, den einbauen. Der müsste jetzt soweit die Ressourcen haben. Genau, für den Panzer. Dann wollte ich nach den Metallen gucken, aber Kupfer scheint sich erholt zu haben. Eisen ist jetzt ein bisschen doof, aber das, ne, liegt daran, dass das Feld bald leer ist. Dann habe ich noch zwei von denen hier. Pack die mal dahin und den mal dahin. Die waren, glaube ich, für was anderes gedacht, die beiden hellblauen. Aber das ist sowas von nötig hier. Das geht gar nicht anders. Skynet? Und Skynet. Bist du am Bauen, Skynet? Ne, wir haben nicht ausgemacht. Ich glaube, ich muss Skynet wieder anmachen. Da steht zwar, 400 Roboter haben nichts zu tun, aber irgendwie glaube ich das nicht. Im Auge behalten. Oh, er ist fertig. So, gib mir das da. Bau mir bitte. Laser Battery Tank. Da, Damage 25. Ist jetzt nicht so die Welt. So viel Schaden, wie mein Snipergewehr macht. Und mein Snipergewehr macht null Schaden an irgendwas, was einigermaßen groß ist. Aber gut. Uhrzeit ist einigermaßen okay. Wir haben es gerade Nacht, aber wenn ich bei der feindlichen Basis ankommen müsste, ist hell werden. Also machen wir hier zu. Wo war die Basis? Da unten. So, Panzer. Panzer. Treibstoff. Enter. So, wie schieße ich jetzt? Ach, da unten kann ich jetzt neu auswählen. Ernsthaft? Okay. Ich musste ein Dreiviertelmagazin schießen, um eine Steinmauer auf 20% zu bekommen. Das ist schon mal nicht gut. Und das ist einfach nur lächerlich. Also, der wurde irgendwie nicht angepasst, der Panzer. Was bist du für ein verdammter Panzer? Du solltest da rüberrollen, du solltest crunchen und Stücke sollten in die Ecken fliegen und... Ich glaube, ich spare mir das, damit eine Basis zu fahren. Das ist einfach nur albern. Na also, du hast es geschafft, eine Mauer zu zerstören. Also er ist ein Ticken schneller, als ich gedacht hätte. Das ist schon mal gut. Also man könnte das als Aufklärungsfahrzeug benutzen, wenn man noch keinen... Auch keine Gehhilfen hat und keine Power Armor. Was macht er mit dem Wald? Wird immer langsamer. Also man kann es als Räumfahrzeug nutzen. Und es ist nicht mal flächendeckende Rakete. Ja, nee. Rückwärtsgang, raus hier. Schade. Schade. Also da muss definitiv noch was gedreht werden. Weil. Klar, sollte es nicht zu überpowered sein, also nicht irgendwie Könige mit drei Schüssen töten oder so, aber es sollte in der Lage sein, eine Steinmauer zu one-hitten. Ich meine, so ein Lasergewehr ist nicht gerade billig in der Anschaffung und die Munition schon mal überhaupt nicht. Da kann man ein bisschen mehr erwarten als, ne? Ganzes Magazin für eine Steinmauer. Und ja, die Resistenzen der Viecher zählen dann wahrscheinlich nicht, weil die haben keine Resistenz gegen Laser, aber trotzdem ist 25 Schaden viel zu wenig. Tonk. Genau, kommt reparieren. Steig aus. Pack ein. Lass mich rein. So, das war ein Flop. Den packe ich jetzt einfach mal hier als so kleines Souvenir. Ein bisschen bedrohlich aussehend. Wir hatten noch einen gebaut aus Versehen. Da.